Oh, das Pflichtenheft für das neue Projekt. Ganz schön kompliziert. Oder eher komplex? Komplex oder kompliziert? Was es mit der Softwareentwicklung zu tun hat, schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zur Vorlesung Software Engineering komplexe Systeme zum Teil Komplexität. Bevor wir mit der Vorlesung anfangen, wie immer Lernziele für die heutige Einheit. Heute lernen Sie den Unterschied zwischen kompliziert und komplex kennen und Sie sollen verstehen, was ein System ausmacht und welche unterschiedlichen Arten von Systemen es gibt. Was ist ein komplexes System? Komplexe Systeme enthalten eine Vielzahl von Komponenten, die zusammenwirken und damit eine Funktionseinheit bilden. Dabei selbst organisiert sich die emergente Funktion des Systems ohne jede übergeordnete Kontrollinstanz. So sieht es die Max-Planck-Gesellschaft. Eine unbekannte Quelle sagt, ein komplexes System trägt die Anlage zur chaotischen Entartung in sich. Und die Wikipedia sagt, komplexe Systeme sind Systeme, welche sich der Vereinfachung verwehren und vielschichtig bleiben. Ein Beispiel. Wenn Sie heute eine Single-Page-Application bestellen, kann es schnell passieren, dass Sie eine Angular-Anwendung mit Bootstrap und einem Spring Boot Backend, gehosteten Apache mit einem MariaDB und einem Redis Key Value Store, alles in Docker-Container in einem Kubernetes-Cluster auf Amazon AWS gehostet und mit Ansible verwaltet werden, erhalten. Das ist natürlich nicht die Vorstellung, die wir von einem einfachen System haben. Deswegen schauen wir uns die Begriffsdefinition Software Engineering komplexe Systeme einmal an. Software Engineering sollten Sie schon einmal gehört haben. Wir lernen den Unterschied noch zwischen komplex und kompliziert oder einfach kennen und wir schauen uns einmal an, was ein System ist. Software Engineering ist eine empirische Disziplin. Das bedeutet, Software Engineering beruht auf Beobachtungen und Erfahrungen. Die Weiterentwicklung des Software Engineerings entsteht nicht im Labor, sondern ist durch die Praxis getrieben. Aber Achtung, es gibt in den meisten Fällen kein richtig oder falsch. Was in dem einen Projekt oder Team funktioniert, kann in einem anderen Projekt oder Team Probleme verursachen. Die Wahl der Methoden, Architektur und des Projektmanagements hängt immer vom Kontext ab. Hier wollen wir uns einmal anschauen, was der Unterschied zwischen kompliziert und komplex ist und machen. Wir sehen hier zwei Zeitachsen, einmal die Zeitvarianz, also die Änderung in der Zeit und die Anzahl der Komponenten und deren Beziehungen in einem System. In einem einfachen System oder allgemein einfach finden wir wenige Komponenten, wenige Beziehungen zwischen den Komponenten, wenige Beziehungen dieser Komponenten zur Umgebung. Und die Gesamtheit entspricht in der Regel den einzelnen Komponenten. Ein einfaches System ist gut zu verstehen und gut analysierbar und weist meistens lineare Zusammenhänge auf. Wird ein System kompliziert, finden wir plötzlich viele Komponenten und viele Beziehungen zwischen den Komponenten. Meist zeigt ein solches System auch viele Beziehungen zur Umgebung auf. Die Gesamtheit entspricht immer noch den einzelnen Komponenten. Im Gegensatz zu einem einfachen System ist es jetzt schwer zu verstehen und auch schwer zu analysieren. Trotzdem weist ein solches System immer noch lineare Zusammenhänge auf. In einem komplexen System finden wir viele Komponenten, viele Beziehungen zwischen den Komponenten und immer noch viele Beziehungen zur Umgebung. Die Gesamtheit ist jetzt aber mehr als die einzelnen Komponenten. Das Gesamtsystem lässt sich nicht durch Kenntnisse der einzelnen Komponenten verstehen. Somit ist das System schwer zu verstehen und schwer zu analysieren. Wir finden jetzt plötzlich nicht lineare Zusammenhänge und das System verhält sich zeitvariant. Zeitvariant bedeutet, dass das System bei gleichem Input und gleicher Zeit unterschiedliche Ergebnisse aufweisen kann. Unter einem System verstehen wir eine Gesamtheit von Komponenten, die so aufeinander bezogen oder miteinander verbunden sind und in einer Weise interagieren, dass sie als eine Aufgaben Sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können. Dabei können wir Systeme zwischen naturwissenschaftlichen Systemen, sozialen Systemen und technischen Systemen unterscheiden. Naturwissenschaftliche Systeme sind so etwas wie das Sonnensystem, aber auch der Mensch, Gehirne, Zellen oder Gleichungssysteme aus der Mathematik. Soziale Systeme sind Familien, Projektteams, Sportteams, Staaten und andere Organisationen. Technische Systeme sind Dinge wie Smartphones, Flugzeugen wie der Airbus A380 oder auch die IT-Landschaft in einem Unternehmen. In der heutigen Einheit haben Sie den Unterschied zwischen kompliziert und komplex kennengelernt und was ein System ausmacht und welche Arten von Systemen es gibt.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen habt, stellt die gerne hier in den Kommentaren bei Twitter oder im Discord. Die Links dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung.